dream. I've lost my way and there's nobody to blame, nobody to call to. I was doing fine, what the fuck did I involve you? Ready as I am, I would never. Es wird spannend in Pokémon Kristall und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit dem lieben Pokémon Tutorial TV, denn wir werden mit unserem Sichlor gegen hier unseren Rivalen antreten und das wird keine leichte Herausforderung werden. Oh, du bist es. Ich suchte nach legendären Pokémon, die angeblich hier leben. Aber hier ist nichts. Nichts, das den Aufwand hierher zu kommen rechtfertigt. Absolut nichts. Das ist alles deine Schuld. Wie? Jedenfalls will unser toller Rivale Arnold gegen uns kämpfen. Und in weiser Voraussicht setzt der Apollo ein. Und auch hier ist Sichlor genau richtig. Schlecker wird mich wahrscheinlich paralysieren, so wie ich Schlecker kenne. Oh! Verfolgung ist sehr effektiv. Batsch! So, eine Verfolgung. Ich denke, dann wäre Apollo K.O. Ja, das ist doch schon mal gut. Ich krieg zwar Fluchschaden. Das ist jetzt nicht so toll, aber... Wenn ich nicht paralysiert bin, habe ich doch große Hoffnung, dass wir... Apollo besiegen können. Komm. Ja! Yes! Apollo mit Sichlor besiegt, das ist gut. 540 Erfahrungspunkte. Da freut sich auch ein Sichlor. So, Magnetilo. Das ist natürlich etwas ungünstig bei Sichlor. Deswegen werden wir, auch da Sichlor mit einem Fluch belegt ist, zurückrufen. Und zwar zu Igelava. Magnetilo ist nämlich in der zweiten Generation ein Stahltyp und der ist anfällig für jegliche Feuerattacken. Und darunter fällt auch Glut. Und deswegen wird Magnetilo die Attacke im Gegensatz zur ersten Generation nicht überleben. In der ersten Generation hätte es nämlich Glut überlebt. Denn Magnetilo war da nur ein Elektrotyp. So, das nächste Pokémon ist nicht mehr so lustig. Ein Tyranglog-Grog, Level 22. Ich werde banalerweise Evoli rausrufen. Ich muss gucken, wie viel der Aquaknarre bei Evoli abzieht. Ich hoffe nicht 28 KP. Ja, das ist doch schon mal gut. Wir werden jetzt Tyranrocks Genauigkeit senken. Beast sollte auch einiges an Schaden machen, aber... Ah, Tyranrocks ist verdammt schnell. Wir senken weiterhin Tyranrocks Genauigkeit. Ja, Evoli schreckt zurück. Das passiert bei Biss in der zweiten Generation relativ häufig. Wir heilen natürlich Evoli. So, bis jetzt ging noch keine Attacke daneben, obwohl ich zweimal Sandwirbel eingesetzt habe. Die erste Attacke, Raserei, geht daneben. Und wir greifen weiterhin mit Sandwirbel an. Und ja, die Genauigkeit sinkt weiter. So, maximale Genauigkeitssenkung. Da wird auch selbst das kleinste Tyranrock relativ schwach. So, wir suchen einen Rutenschlag. So, und jetzt kommt Evolis Stunde. Yes! Ah! Komm, Evoli! Ich weiß ganz genau, dass Evoli das packt. Das wird Tyranrock schwer fallen. Vor allem mich irgendwie noch zu treffen. Und ja, Evoli macht auch noch einen Volltreffer. Und darf ein zweites Mal angreifen. Evoli, und nochmal Volltreffer. Wie geil. Das letzte Pokémon, ein nerviges Zubat. So, nochmal Tackle. Mal gucken, wie viel der bei Zubat abzieht. Boah, ganz ordentlich. Ich werde einen roten Schlag einsetzen.
Zubat greift weiterhin mit Biss an. Das wird eine enge Kiste mit Evoli. Oh, jetzt muss ich auf Evolis Initiative plädieren. Ja! 231 Erfahrungspunkte. Fail. Naja, jedenfalls ist der liebe Arnold weg vom Fenster. Darum hasse ich es, gegen Schwächlinge anzutreten. Es ist keine Herausforderung. 1320 Pokédollar erhalten wir dafür. Ach, egal. Du wärst sowieso nicht fähig, ein legendäres Pokémon zu fangen. Du doch nicht. Erdbeben. Ups. Was hast du dir dabei gedacht, einfach in ein Loch zu fallen? Du Genie. Das geschieht dir recht. So. Hier gibt es natürlich auch einige wilde Pokémon. Darunter auch dieses hübsche Smogon. Oh. Da ich paralysiert bin, bin ich relativ langsam. So, wir machen die Geschichte jetzt aber nicht komplizierter, als sie eh schon ist. Oh, Mann. Hey, hey, hey. Wieder Smogon. Diesmal sogar auf Level 16. Und wieder kann ich nicht fliehen. Naja, Smog sollte mich smoggen. Ich meine, vergiftet werden kann ich eh nicht mehr. So. Ich glaube, Schutz haben wir ja noch ein paar. Ach, dann setzen wir einen ein. Und Leute, hier ist es. Hier ist es. Das Pokémon, das wir so suchen. Seek you. Raichu verpisst sich. Entei verpisst sich. Aber. Seek you und verpisst sich nicht. Du Schwächling, ich hau einfach ab. Nein. Was? Ich habe hier auch ein Loch gegraben. Ich war geschockt. Tsuyun rannte an mir vorbei wie ein Blitz. Direkt vor meinen Augen. 10 Jahre habe ich Tsuyun verfolgt. Und endlich habe ich es gesehen. Ich bin überwältigt. Pokémon Tutorial TV, all das verdanke ich dir. Vielen Dank. Ich hörte, dass die legendären Pokémon von Teak City Auserwählte testen, indem sie zulassen, dass sie ihnen nahe kommen. Ich begebe mich auf die Suche nach Seekyun. Pokémon Tutorial TV, wir müssen uns wieder treffen. Leb wohl. Interessant, wir müssen uns wieder treffen und dann sagt er leb wohl. Was denn jetzt? Sollen wir uns wieder treffen oder leb wohl sagen? Ha! Ich habe zwar den Orden, aber nicht die VM. Oh nein! Fail. Okay. So, jetzt haben wir hier vorne eine Leiter, die uns nichts bringt. Boah, und dann können wir hier noch zwei Trümmer einsetzen. Oh. Das Pokémon mit Zertrümmer habe ich gar nicht dabei, ne? Hä? Bin ich ja schlau. Ein Pokémon könnte ihn vielleicht zertrümmern. Vielleicht. So, jetzt haben wir hier so einen grünen Weisen. Vor langer Zeit. Dieser Turm ist abgebrannt. 3 namenlose Pokémon sind dabei umgekommen. Ein regenbogenfarbenes Pokémon kam herab und hauchte ihnen wieder Leben ein. Diese Legende wird von jedem Leiter der Pokémon Arena von Teak City an den nächsten weitergegeben. Ich... Damals war ich ein Trainer. Naja, jetzt bist du ein alter Greis, der 4 Felder laufen kann. Schutz wirkt nicht mehr. Nein, ich bin aus aufs Wald. Nein, wie konntest du nur Schutz? Hi. Komm, heil meine Pokémon. Ich bin immer so glücklich, wenn du meine Pokémon heilst. Einen Cent dafür kriegst du nicht. Hofft sie doch auf Spesen hier. Nee. Heute gibt's keine Trinkgelder. Und das nächste Mal auch nicht. Und das übernächste Mal auch nicht. Was kann der Mirabla eigentlich? Zerschneider und Blitz, ne? Tatsache. Ja, gut. Ja, gut. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt hier durchgehe? Moment. Ich finde doch hier noch einen Hyperball. Ach, ich habe Fahrrad. Warum laufe ich die ganze Zeit rum? So, hier finde ich einen Hyperball, den es in der letzten Generation nicht gab. In Pokémon Gold und Silber nicht gab, Verzeihung. Und das Neue ist auch, in Kesselberg braucht man keinen Blitz einsetzen. Das war nämlich in der
ja, in der Pokémon-Version Gold und Silber auch anders. Da musste man nämlich Blitz einsetzen. Da bin ich mich schon wieder im Pokémon Center. Ich brauche doch nicht mehr ins Pokémon Center. So, jetzt habe ich aber ein Problem. Mit Sichlor werde ich kaum die ganzen Trainer besiegen können da. Du hast hübsche Pokémon. Darf ich sehen, wie sie kämpfen? Oh ja, komm, lass uns tanzen. Kimono Girls. Juhu. Wunderbar, dass sie natürlich gleich mal Flamara einsetzt. Ja, dann würde ich mal sagen, Quapsel. Tja, und das war wohl ein scheiß Zug, Flamara, ne? Klug ist nicht so effektiv bei Quapsel. Quapsel. Naja. Wow, oh Gott, das war ja ein Volltreffer. Ich habe gedacht, es wäre ein normaler Hit gewesen. Hey, dann gehe ich jetzt Flamara noch nicht mal K.O. Hey. Da war aber nicht viel Unterschied zum Volltreffer. Aber Sichlor erreicht Level 17, immerhin. Und Quapsel erreicht Level 22. Und damit haben wir das Kimono Girl besiegt. Ich glaube, Quapsel entwickelt sich nicht. Oh Mann. Oh Mann, ich habe gerade gedacht, Quapsel entwickelt sich. Toll, jetzt habe ich einen Sichlor. Ich tanze immer mit meinen Pokémon. Oh, toll. Hey, Kimono Girl. Kaiko. Und setzt Psyana ein. Hey, das ist doch gut. Level 17 gegen Level 17. Also wenn ich Glück habe. Nein, 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 nein. Nicht Ruckzucki. Obwohl. Nein, ich kriege Konfusion ab. Verfolgung. Ist das mehr? Och komm. Der Ruckzucki zieht mehr als die Verfolgung ab. Was ist denn das für eine billige Scheiße? Komm, ich tausche, bevor ich hier noch K.O. gehe. Elend. Und kläglich. Morlott, dein Einsatz. Warum greift sie jetzt mit Tackle an? Der ganze Satz setzt Konfusion ein. Ach, hätte ich doch bloß die Klappe gehalten. Ach, nö. Wunderbar, Morlott verletzt sich natürlich auch mit seiner Dummheit nochmal. Morlott greift einfach blöd an. Warum? Warum? Greif Psyana an! So ein 10-jähriges Kind. Komm, komm, greif an, greif an. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Ja, ich kenn's mittlerweile. Oh Mann, jetzt geht die Attacke daneben. Oh nö. Ding, ding, ding. Oh, Volltreffer, komm. Vernichte dieses Psyana. Haha, muhaha. War wohl nix. War wohl nix, liebe Kaiko. Fast beinahe hätte ich dich gehabt. Mama. Nee, Holger Schuljunge. Dann machen wir doch einen kleinen Ausflug zum lieben Holger. Ja, ich kann hier runterspringen. Machen wir doch einen kleinen Ausflug zum lieben Holger. Ach, Holger, was täte ich nur ohne dich? Und jetzt wird's richtig lustig, denn er hat was wirklich Tolles gefunden. Hier, gib's mir. Feuerstein! Jetzt könnte ich einen Arcani haben. Wow. Naja. Ihr wolltet ja kein Flamara haben. Ich könnte jetzt Evoli zu Flamara weiterentwickeln, aber... Ihr wolltet Psyana. Nee. Nachtara. Nachtara. Jetzt bin ich auch verwirrt. Schwoll Feuerstein on Fukado. Es entwickelt sich. Was ich auch immer lustig finde, wenn ich Flucht einsetzen will, ja, und da steht Flucht unmöglich bei so einem Pokémon wie Fukano, und dann Fukano im nächsten Zug Brille einsetzt, damit ich fliehen muss. Eigentlich wollte ich ja fliehen, aber danke Fukano, dass du mich nochmal zum Fliehen anhältst. Logik im Pokémon-Spielen.
So, wir radeln. Wir radeln, radeln, radeln. So, gegen Kaiko haben wir gekämpft. Aber gegen sie hier noch nicht. Deine Haarspange ist gefühlt ein pixelbreiter Punkt. Ein pixelbreiter roter Punkt. Die liebe Linda will gegen uns kämpfen mit einem Nachthara. Wir machen Energiefokus und Silberblick, wobei... Ah, Silberblick und Energiefokus wäre besser gewesen. Hier gucken wir jetzt mal, wie der Ruckzuckhieb normal abzieht. Ja, genau das war meine Befürchtung. So gut wie gar nichts. So, dann muss ich dich leider ein bisschen silberblicken. Wow, Verfolgung zieht jetzt auch nicht unbedingt so viel ab. So, jetzt gibt es erstmal Verteidigungslenkungen auf beiden Seiten. So, das sieht doch schon mal besser aus. Da hat er auch der Energiefokus gleich mal was gebracht. So, jetzt versucht mich zwar Wutenschlag einzusetzen, aber das bringt nach daran nichts, denn ich hab's besiegt. 717 Erfahrungspunkte, ich denke mal, das reicht für Level 18. Komm, eine Attacke, irgendeine Attacke. Ja? Ja, immerhin, Trugschlag. Sehr, sehr gut, um legendäre Pokémon zu fangen. Außerdem eine neue Attacke, die Sichlor hier in der Generation erlernt. Was verlerne ich denn bloß? Ich verlerne Energiefokus. Auch wenn das ein bisschen blöd klingt vielleicht am Anfang, aber ja, das ist einfach besser. Sie hat keine Pokémon mehr übrig. Nein, was machen wir denn jetzt? Ah, gegen die nächste Kimono Girl kämpfen. Vilma. Oh, Aquana. Muss ich mal gerade gucken. Wir machen erstmal den. Oh ja, komm, wir haben Zeit. Wir haben Zeit, wenn es schon mit Tackle angreift. Ja, der Attacke geht daneben. Dann weiterhin Silberblick. Heieiei. Komm mal, wir sind ja alles stärker hier. Ruckzuckhieb. Das gefällt mir. Nochmal Ruckzuckhieb. Vielleicht ein Volltreffer. Die erste Aquaknarre von Aquana. Wunderlich, dass es erst so spät kommt und gleich ein Volltreffer. Genau, mach es fertig, Evoli! Tackle! Bam! Keine Chance. Level 21. Ich bezweifle, dass Evoli sich direkt entwickeln wird. Und wenn ja, wäre es sehr gut. Ja, das war mir fast klar. Wie gesagt, wir kämpfen gegen die letzte Kimono Girl. Aber. Erst in der nächsten Folge von Pokémon Kristall. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gibt. Auch wenn Sichlor kläglich gegen Aquana versagt hat im Endeffekt. Ja, wenn ihr meine Facebook-Seite besuchen wollt, unten in der Beschreibung ist der Link in der Beschreibung halt drin. Meine Güte. Ich verabschiede mich hier an der Stelle und sage bis dann, Servus und Tschüss.